Nach Tagen des Regens scheint also endlich wieder die Sonne hier in der Südstadt. Es ist das Abschlusstraining von Stefan Kubek, der ja seinen Abschied feiert. Und da haben wir schon den Helden am Platz sozusagen. Er wirkt also ganz locker, so wie immer. Trainiert da also, es dürfte sich eher um die Vorbereitung auf das Doppel handeln. An der Seite vielleicht von Rainer Schönfelder. Drüben unsere Nachwuchshoffnung Denis Novak, auch kürzlich ausgezeichnet mit dem Triumph bei einem sehr namhaften Jugendturnier und heute da im Training mit Stefan. Denis, kommen wir mal. Wir beenden das Tennis und fragen den Denis sozusagen. Wir sehen dich auch in Kitzbühel, habe ich gehört. Ja? Wie wirst du es anlegen? Ja, auf jeden Fall. Ich habe nichts zum Verlieren dort. Ich kann locker drauf losspielen und ja, werde mich hoffentlich gut präsentieren. In der Quali geht es dahin. Wie ist das so, wenn man jetzt trainiert mit einem doppelt so alten, das darf man immerhin sagen, der dort seinen Abschied feiert? Ja, ist natürlich immer lässig mit Stefan zu spielen und ja, ist auf jeden Fall eine lässige Erfahrung. Danke, super. Na, wir wünschen dir natürlich das Allerbeste, auch dem Stefan selber, der ein bisschen natürlich auch Werbung macht für seine, für sein Abschiedsfest. Heute im Training warst du schon mit ein bisschen Trash-Talk, glaube ich auch, dass du den Jugendlichen in Schach gehalten hast. Ja gut, ich bin jetzt nicht mehr ganz so gut drauf körperlich, jetzt muss ich natürlich mit Reden weiterkommen und das geht bei den Jungen noch ein bisschen besser als bei den ein bisschen Älteren, die sind das nicht so gewohnt und mit ein bisschen Trash-Talk kommt man da schon weiter, immerhin habe ich den Satz noch irgendwie eingetraut und gewonnen, aber ja, also körperlich und tennismäßig bin ich nicht mehr so gut drauf, wie ich einmal war. Mit einem lachenden oder weinenden Auge, wie fährst du jetzt aus mentaler Sicht oder sagen wir aus emotionaler Sicht nach Kitz? Ja, da ich zwei Augen habe, mit einem lachenden und einem weinenden. Und mit einem Hühnerauge vielleicht auch noch, ja? Genau, okay. Ja. Also, ja, also auf der einen Seite bin ich natürlich stolz und froh, dass das beendet ist und dass ich einen Schlussstrich ziehen kann. Auf der anderen Seite tut es natürlich extrem leid, dass ich der Tour Ade sagen muss und ja, einfach nur noch als Beobachter dabei sein werde beim ein oder anderen Turnier. Und ja, die Emotionen sind noch nicht ganz da, noch nehme ich es locker, aber ich nehme an, dass das in Kitzbühel anders wird. Man wird dich auch in der Quali noch sehen. Also du hast ja die Wildcard für den Hauptbewerb, den Dominik Thiem, zur Verfügung gestellt. In der Quali greifst du nochmal an. In der Quali spiele ich nochmal. Ich möchte, dass das Kitzbühel wirklich der Abschied ist von mir. Da spiele ich Einzelquali, die Doppel-Exhibition und dann noch einmal Doppel mit einem Gewinner. Ja, mit einem Schönfelder. Mit einem Schönfelder vielleicht, ja. Haben wir schon gehört. Er hat ja schon trainiert, ich habe mit ihm schon trainiert. Also er ist vorbereitet, er muss jetzt nur noch sich durchkämpfen in Kitzbühel, dann spielen wir Doppel und dann ist wirklich Kitzbühel mein letztes internationales Turnier gewesen und auf das freue ich mich trotzdem. Voll. Jetzt hast du sehr viele nette Freunde, die kommen sollen, kommen sollten. Ich glaube, beim Roger ist schon eher ein bisschen eine Absage steht im Raum. Der Roger hat mehr oder weniger abgesagt, ja, also der kann nicht, da ist so viel dazwischen gekommen, also der hat eben nur 9 Tage Zeit zum Vorbereiten, das haben wir vorher schon gewusst, er hat nie wirklich zugesagt, er hat nur gesagt, er schreibt sich mal auf, es ist sich leider nicht ausgegangen, akzeptiert man natürlich, also der hat noch ein bisschen wichtigere Sachen zu tun als ich und insofern wünsche ich ihm zumindest alles Gute für den Rest und für mich ist halt schade, aber nichtsdestotrotz, Amansu Bahrami wird viel Spaß sorgen auf dem Platz und gefordert wird er vom Thomas Muster, Mark-Kevin Göllner, vielleicht spielt da Andi Heidermaurer mit, vielleicht ein Lubicic, der vielleicht schon frühzeitig anreist, ein Lopez, also da sind einige Leute noch in Frage, aber 4 Leute sind fix und da sieht man sicherlich ein paar Kunststücke. Viele aus Kärnten, ich habe schon gehört, der Karli Klasek, dein Busenfreund, ist natürlich auch da. Ja, natürlich, also sehr viele Freunde von der Union, von Wien, Leute, mit denen ich früher viel Tennis gespielt habe, Clemens Trimmel und ja, Valenti, Markus Hipfel, Blumauer, also ich kann jetzt gar nicht so viel aufzählen, glaube ich, wie kommen, aber es kommen sehr viele, es werden sicherlich viele alte Schichteln erzählt und es wird einfach eine Riesengaude werden. Jetzt ist die Frage, darf ich auch kommen? Es heißt ja Kubek und Friends, jetzt geht sich das gerade noch aus, oder? Ja, du kannst als Journalist kommen. Okay, danke vielmals. Du bist natürlich eingeladen. Es wird natürlich förderlich sein, deiner kommenden Karriere als Co-Kommentator, ich merke mir das schon. Aber wir werden beide versuchen, über unseren Schatten zu springen. Danke vielmals, Stefan. Gerne, alles danke Gute dir auch. Für die Exhibition. So, das war's hier aus der Südstadt. Günther mit Anweisungen für unser junges Talent.